Ja, ich kriege immer wieder die Frage, Reini, was kann ein WTB Outdoor-Messer? Und ja, ich habe jetzt ganz einfach eins. Und wenn dich interessiert, was dieses Messer kann und was es nicht kann und ob es etwas ist, das du dir vielleicht anschauen solltest, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop für Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses WTB Outdoor-Messer. Und ja, ich kriege immer wieder die Anfrage, Reini, kannst du das einmal anschauen, was hältst du davon? Und ich muss immer sagen, ich weiß es nicht, was ich davon halte. Und habe mir nun eines besorgt. Und ja, so schaut das gute Teil im Detail aus. Ja, und da wollen wir uns ganz einfach einmal anschauen, was es kann. Du siehst gleich, es ist Full Tank, das heißt, der Klingenstahl geht komplett durch. Und ja, es liegt insgesamt gut in der Hand, aber, und das muss man gleich dazu sagen, das ist nichts für große Hände. Ich habe mittelgroße Hände. Und da geht sich das so richtig gerade mal aus, ja. Wenn du aber so Riesenbratzen hast, dann wird sie dann ausgehen, weil, wenn du dir anschaust, der Griff, ja, der ist doch relativ klein. Also es geht sich gerade mal so aus. Und ich muss sagen, dass ich das Messer jetzt einige Zeit habe und es hat irgendwie was. Ja? Es hat irgendwie so eine interessante Form, und das kann dir gefallen oder auch nicht gefallen. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters und man muss das Ganze mal ausprobieren, aber soll so sein. WTB Outdoors, da habe ich Hobokocher auch selbst im Shop. Das ist dieser runde Hobokocher. Da habe ich mal ein Video gemacht, den Link gebe ich da oben. Und also die Firma sagt mir etwas, ist ein deutsches Unternehmen. Die Teile werden aber sicherlich nicht in Deutschland produziert. Die werden auf Amazon verkauft. Ich gebe da auch da unten den Link, jetzt schaut euch das ganz einfach an. Aber ich glaube, dass die in China gefertigt werden und dann eben ja hier verkauft werden. Aber das machen viele und das ist jetzt auch nichts Negatives. Die Griffschalen sind mit Dorxinger Schrauben fixiert, also das ist nichts, was ich im Feld auf- oder zumachen könnte. Die Kydex-Scheide sitzt sehr, sehr gut, also da fällt auch nichts raus. Das ist sehr, sehr nett. Es ist auch ein brauchbarer Techlock dabei, jetzt nicht das Original, ja, aber ausreichend, um damit zu arbeiten. Du kannst das schräg, kann man alles einstellen, ist alles gut gemacht und das ist einmal super. Also dass das dabei ist, das ist für viele sicherlich ein ganz großer Vorteil. So, und jetzt zum Schnitzen. Das Teil kommt, zumindest das, was ich bekommen habe, halbscharf. Also nicht so volle scharf, sondern so halbscharf. Und man muss auch dazu sagen, es hat ja irgendwie so ein bisschen Filet-Messer-Stil. Ich meine, nicht ganz natürlich, aber so ungefähr. Du hast eine relativ lange Klinge. Das finde ich sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Dadurch ist das Arbeiten dann einfacher. Aber ich meine, geht natürlich, der Haselstock ist buffhart, wie man sagt, so richtig buffhart. Ja, der ist richtig schön gehärtet, haben wir schön austrocknen lassen. Der hat auch eine Funktion, ja, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und man kann wirklich schön damit arbeiten, da gibt es überhaupt nichts. Ich glaube, dass das ein 440C-Stahl ist. Schau dir das ganz einfach an, unten, schau dir den Link an, da sind die technischen Daten. Es ist sehr leicht, es ist kompakt, es ist wirklich sehr, sehr nett und es gefällt mir auch so jetzt vom Stil her. Und das ist ein Messer, was man einfach dabei haben kann, so locker flockig, ohne dass es auffällt, ohne dass du sagst, boah, das ist irrsinnig schwer. Und das gefällt mir, also es ist sehr praktikabel und man kann auch wirklich gut damit arbeiten. Ja? So, wenn du ihm dann noch ein bisschen Liebe schenkst mit noch Nachschärfen, dann wirst du froh sein. So, weil es ja ein Outdoor-Messer ist, ne? Und wir so ein bisschen bushcraftig unterwegs sind und auch die Freunde von WTB Outdoors, schauen wir uns einmal an, was der Feuerstahl kann. Das ist jetzt der letzte Feuerstahl deines Lebens. Also, du weißt, Eigenwerbung natürlich. Unten findest du den Link in meinen Shop, wenn du den kaufen magst, dieses Teil. Und natürlich geht auch das. Muss aber auch was dazu sagen. Jetzt nicht zum Feuerstahl, ja, sondern zu dem Teil hier. Das könnte ein bisschen schärfer sein, weißt du, so ein Hauchel schärfer, dann wird das mit dem Feuerstahl auch noch mal besser funktionieren. Es geht, ja, speziell wenn man die Kante schön erwischt, es geht. Aber wenn man nur so vorne ein bisschen, da ist es zu stumpf. Da ist es einfach zu stumpf, aber das kann man ja leicht nacharbeiten mit einem Dremel oder du schleifst es ganz einfach auch wiederum ab. Das ist alles in Ordnung. Und ja, das ist einmal der Punkt. Für wen ist dieses Messer? Um zu einem Fazit zu kommen. Wenn es dir gefällt, wenn es dir taugt, dann kann ich dir sagen, es ist praktikabel. Du solltest auf jeden Fall keine Riesenhände haben.
Wenn es dir vom Stil her gefällt, dann wirst du damit Freude haben. Es ist sehr, sehr schmal gehalten, dadurch auch sehr, sehr schnittig. Du siehst, dass der Anschliff relativ weit nach oben gezogen wurde. Das geht auch wirklich schön ins Holz rein. Eine schöne Spitze, mit der man auch etwas anfangen kann. Also ich kann es dir empfehlen. Der Decklock liegt jetzt am Boden, zeige ich dir jetzt nicht mehr, ist brauchbar. Und natürlich die Keidex-Scheide genauso. Also alles in Ordnung, alles in allem ein nettes Messer. Also wenn es dir taugt, kann ich dir empfehlen. Und ja, eine Frage, die sich immer wieder stellt und die auch in den Kommentaren immer wieder vorkommt, ist, warum soll ich mir ein Messer kaufen, das teurer ist als ein Mora-Messer? Weiß ich nicht. Warum kauft man überhaupt irgendetwas, was günstiger ist als das mit so dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt? Weiß ich nicht, die Frage musst du dir beantworten. Ich sag dir, dass ich mit dem Messer grundsätzlich zufrieden bin. Es gibt Besseres, es gibt aber auch viel Schlechteres. Und wenn du das ausgeben magst, wenn du das ausprobieren willst und weißt, das taugt, dann tu's. Und wenn du es nicht willst, dann lass es bleiben. Ja, kann ich dazu nicht sagen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ich mag dich um einen Kommentar bitten. Hast du selbst so ein WTB-Outdoor-Messer im Einsatz? Was ist da deine Erfahrung damit? Erzähl uns bitte ein bisschen was dazu. Das wäre sehr, sehr nett. Unten findest du den Link eben, ja, natürlich zum Messer, auch zu meinem Feuerstall in meinem Shop. Ganz, ganz einfach. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Da geht es zum Reini Rossmann Messerkanal. Immer wieder Messervorstellungen, wenn dir das taugt, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann und bis bald. Ciao.